Tja Leute, schwupp sind die Lager alle schon wieder drin. Ja, auch noch gleich ein bisschen Fett drauf. Schadet nicht. Hier kommen diese Anfahrpuffer, Anruckpuffer rein. Und dann kommt man schnell. Die haben hier so kleine Gumminasen drin. So. Kommt hier auch noch ein bisschen Fett gleich drauf wieder. Dasselbe hier auf dieser Lagerseite. Und der liegt eben jetzt hier genau an. So, dann kann man hier auch noch gleich ein Fett rein tun. Können hier vorsichtig unsere neue Scheibe drauf tun. Schön. So gefällt mir das. Ja, und dann wäre das Radl einfach fertig. Was wahrscheinlich aber erst morgen kommt. Rein theoretisch, vielleicht mache ich doch nachher noch, ich weiß es noch nicht. Also wir gehen jetzt erst ans Vorderrad. Auf der Seite habe ich die Bremsbeläge ja schon rausgemacht. Ich glaube, ich locke erst einmal die Achse. Ich schraube jetzt zuallererst einmal die Beläge hier weg, die Sättel. Dann locke ich... Hier ist keine drin, auf der anderen Seite ist eine Klemmschraube drin. Dann lockere ich die Achse. Dann nehme ich ihn hoch. Jo, und dann geht es weiter. Dann kann ich das Rad rausnehmen. Genau, so mache ich das jetzt. So, alles soweit offen. Bis auf die Achse. Bremssättel sieht man jetzt nicht, weil die Cam so tief ist. Habe ich oben vor der Gabel durch. Hilfe. Jetzt noch die Achse lösen. Warum mache ich das alles vorher? Ja, dass man es nicht vom Schlenker runterfallen kann. Angezogen, Leute, hinterher alles mit Drehmomentschlüssel. Da führt kein Weg drumherum. Ja, dann bocke ich mal auf hier. Da bin ich schon froh, dass ich mal die Dinger gekauft habe. Das ist echt eine feine Sache. Ja, dann kann ich die Achse fertig rausschrauben. Und kann das Rad rausnehmen. Ich bin ja gespannt, wie hier die Radlager aussehen. Wenn ich schon mal dabei bin, dann mache ich sie komplett. Und ich sag's euch, sobald ich das Rad wieder drin habe, die Achse drin, lasse ich das Moped sofort runter. Weil diese Wackelei hier drauf, ja, ungutes Gefühl. Jetzt komm halt raus. Jetzt, ja. Jawohl. Ja. Buchse auf Seite legen, muss nachher auch wieder rein. Alles nachher natürlich schön gefettet. Antrieb von der Tachowelle wird nachher auch schön gefettet. Kommt auch wieder rein.
Tja, und jetzt schaue ich mir erstmal die Lager hier an. Naja, gut. Aua. Ah. Dieses Lager hier, die Seite, macht krack, krack, krack. Also läuft total rau. Also das Lager ist fertig, definitiv. Gut. Rausmachen. Und jetzt bin ich definitiv froh, dass ich vorne die Lager gleich mitbestellt habe. Also hätte ich jetzt nur Scheiben gemacht und Belege gemacht, hätte ich das gar nicht gesehen. Nachdem ich jetzt aber das Rad rausgemacht habe und so gedreht habe am Lager, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Tja, das war von diesen Schlachtmoped die Felgen. Und da habe ich ja schon einiges nicht verbaut von dem Moped. Und da haben wir auch ganz am Anfang schon einiges festgestellt gehabt. Mein Gott, war das ein Pfuscher. Unglaublich. Entschuldigung, aber das muss ich so sagen. Allein das Lenkkopflager. Eins vom Emil Schwarz oder was weiß ich, wie die heißen, hätte nochmal reingeklebt werden müssen mit Wellenfuge oder wie das Dichtzeugsel heißt. Nichts, einfach bloß das Lager reingeschmissen und gehofft, dass es passt, aber furchtbar, furchtbar. Naja, ich werde mit der Zeit noch einen Haufen Spaß haben an dem Moped. Und ich sehe, dass die Kamera langsam einen Akkugeist aufgibt. Ach, scheiße. Ich hole meinen Akkupack und lade nach. Ach Mann, ich habe schon da. Ich brauche ja bloß ein Ladegerät. Hol ich mal ein Ladegerät. Oh Mann, da steckt man das Ladegerät an die Kamera an, hey, und dann schreit das Ding und dann muss man 100.000 Mal in der Einstellung hin und her machen. Den Fix. Also. Radlagersatz vorne, zwei Lager, zwei Ringe. Ja. Hier ist Tachoritzel mit drin auf der Seite. Der Tachoritzelantrieb. Und schauen wir mal, dass wir die Scheiße wieder rauskriegen. Gleich hin hier. Oh, sieht gut aus. Der ist auch schon ziemlich oval. So. Ich denke, auch hier werde ich. Ja, doch, das ist schon wieder kleiner. Ja, auch hier werde ich weiter klopfen. Klopfen, pressen, hau mich tot, leck mich am Ärmel, hey. Die alten Lager 1 flexen, damit ich was zum Neiklopfen habe. So, aber jetzt das erste Mal. Sieht man alles, jawohl. Machen wir die Seite hier. Sauber aufliegen, dann den Ring raus, plopp, und der Tachoritzelantrieb sind bloß so Scheiben, die müssen natürlich nachher wieder neigelegt werden. Darf man nicht vergessen. Und dann gucken wir gleich, dass wir das alte Fett wegputzen, ein bisschen, weil da kommt ja dann ein frisches drauf. Na.
widerliches Fett. Und ich sag's euch, ich weiß nicht, wie viele Handschuhe ich jetzt heute schon zerlegt habe. So rum oder so rum? So rum. So. Jetzt muss ich eben wieder das Ding in der Mitte auf die Seite drücken, dass ich unten irgendwie aufs Lager komme. Wenn es denn irgendwie funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, muss ich es umdrehen. Dann muss die Seite zuerst rausklopfen. Na, da komme ich drauf. Halbwegs. Leute, auf alle Fälle so in der Richtung sollte das funktionieren. Und ich probe mir da jetzt ein ganz in aller Seelenruhe ab, ohne dass ich mich irgendwie um die Kamera kümmere, weil die schalte jetzt nämlich einfach ab, weil ich raste die aus hier. So Leute, nach fetten Hin- und Herhebeln hat es geklappt. Das ist die innere Buchse. Na, hier ist sie. Die habe ich eben zur Seite gedrückt, so dass ich dann mit meinem Schraubenklopf hier auf die Kante gekommen bin und das dann sauber rausschlagen konnte. Gut, das wäre das Erste. Und oh, das Zweite kommt jetzt gleich. Und da weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt hier ein bisschen anschleifen muss. Na, mache ich trotzdem sicher. Auf die Seite legen. Andere Seite angucken. Ja, andere Seite muss ich auf alle Fälle. Ja. Und jetzt kann ich hier was zum Ausklöppeln nehmen. Wo ist meine... Oh Gott. Da. Der Nächste, dem ich irgendwas machen muss, der hilft mir erst einmal Garage aufräumen. Der Alex! Plopp! Und dusser ist es. Und schon in sich auseinandergefallen. Oder? Was ist das für eine Scheibe? Das ist jetzt merkwürdig. Kann die da reingehören? Jo. Da muss ich jetzt nochmal ganz genau meine Extrusionszeichnung angucken nachher. Nicht, dass wir hier nachher irgendwie ein Teil vergessen. Ja, gut. Dann schleife ich meine Lager zurecht. Und dann mache ich sie wieder neu. Tja, gut, dass ich meine Zeichnung habe. Ja, wo haben wir es denn hier? Hier ist tatsächlich diese Scheibe mit eingezeichnet.
Deswegen fange ich jetzt auf der anderen Seite an, die hier Lager, Dichtring, dann die Hülse wieder in die Mitte rein und ja, genau. Meine Buchse sollte, oder mein Lager sollte mittlerweile soweit abgekühlt sein, dass ich das neue Lager reinklopfen kann, wenn ich es denn noch irgendwo finde. Das müsste es gewesen sein. Na? Ja. Komm jetzt wieder raus. Oh Gott. Ein Feigling. Ein Feigling ist das. Raus jetzt hier. Ach so. Neue Lager rein. Behutsam einklopfen. Ja, und seht ihr das? Das Lager ist jetzt auch mit reingerutscht und dadurch, dass ich es angeschliffen habe, kann ich es sauber rausnehmen, weil ansonsten hätte das hier drin ja schon geklemmt. Ja. Dichtring wieder einölen. Jetzt muss ich langsam mal hier frisches Öl reintun. Na, komm schon. Also das reicht's noch. So. Dann sputzen wir hier gleich noch ein bisschen Lagerfett rein. Dichtring drauf. Ja, und das hat man dann irgendwann im Gefühl, wie fest man so ein Dings reinklopfen muss. Gut, das Lager brauche ich ja noch auf der anderen Seite. Den können wir jetzt umdrehen. Schauen, dass ich wieder die Dings hier sauber ausrichte. Büchle. Oh Gott, ich dreh durch. So. Dann zuallererst die Schweinebacke hier. Rein. Dann in diese Hülse. So. Geht ganz leicht über den Eumel hier drüber. Dann kommt das Lager. Vorher noch Kontrolle. Jawohl. Passt und funktioniert. Dann kann ich das Lager reinklopfen.